Vielen Dank, Mathieu, für die schöne Einführung. Ich bin also Vince und ich werde heute etwas mehr von der Diskurstheorie von Koch und Österreicher erzählen. Wie vorher von Mathieu gesagt wurde, hat dieses Diskursmodell schon eine Bekanntheit verworfen. Trotzdem bleibt das Modell etwa ein Außenseiter in der Diskurslinguistik und bleibt die Funktionalität des Modells bis heute höchst umstritten für viele Diskurslinguisten. Deshalb hoffe ich, Sie heute etwas mehr über diese Diskurstheorie beibringen zu können. Der Titel der Präsentation hat aber auch ein Schnellkurs heißen können. Deshalb fange ich gleich an. Also, was werde ich heute während meines Schnellkurses in die Diskurstheorie von Koch und Österreicher erzählen? Ich weiß nicht, ob Sie in der Vergangenheit schon etwas über diese Theorie bekommen haben, aber ich werde zuerst versuche, Ihre Diskurstheorie zu erwähnen, wobei ich also versuche, die erste Frage des Workshops zu beantworten. Dabei werde ich vor allem verdeutlichen, was Ihre Diskurstheorie genau von den anderen bekannten Diskursschulen unterscheidet. Danach beantworte ich die zweite Frage unseres Workshops und versuche ich also zu zeigen, inwiefern diese Diskurstheorie erfolgreich war, warum sie kritisiert wird und welche zukünftige Desiderata zu wünschen sind. Also, zur Theorie. Bevor ich wirklich die Diskurstheorie selbst erwähne, werde ich zuerst einige wichtige Hintergrundinformationen geben. Erstens, Koch und Österreicher sind selbst eigentlich keine Diskurslinguisten. Sie stammen aus der Romanistik und der historischen Linguistik. Sie sind stark von der Variationslinguistik und Soziolinguistik und insbesondere die Werke Coserius beeinflusst gewesen. Deshalb findet man, und das ist schon das erste Komische an dieser Theorie, in dem Werke der beiden Sprachwissenschaftler gar keine Hinweise zu anderen Diskursschulen oder anderen Diskurslinguisten. Dann, für Ihre Diskursidee stellen Sie Sprache gegenüber Diskurs. Sprache hat dabei Bezug auf externe Sprachvariationen, sowohl diachronisch, zum Beispiel Althochdeutsch gegenüber Neuhochdeutsch, als diatopisch, zum Beispiel Niederdeutsch gegenüber Oberdeutsch. Während Diskurs sich auf interne Variationen bezieht, oder was im Diasystem von Coserio diastratische, diamediale und diaphasische Variationen sind. Zum Beispiel ein Wissenschaftler, der anders redet als ein Bauer oder so etwas. Dann, wenn man diese Diskurstheorie auf die Gedanken Foucaults bezieht, die soeben von Mathieu erwähnt wurde, muss man bemerken, dass Koch und Österreicher nur von der linguistischen und sozialen Dimension der Diskursstruktur ausgehen und nicht von der epistemischen Dimension. Außerdem ist ihre Diskursidee stark historisch geprägt und reden sie von Diskurstraditionen, die das Produkt eines historischen Prozesses sind. Typische Beispiele dieser Diskurstraditionen sind Textsorte, zum Beispiel ein Gesetz oder ein wissenschaftlicher Vortrag, und Fachsprache, zum Beispiel die Rechtssprache oder andere Wissenschaftssprache, die Sprache der Meteorologie, die Sprache der Linguistik und so weiter, die linguistische Fachsprache und so weiter. Das zu Ihrer Diskursidee. In Ihren Untersuchungen sind Sie aber vor allem an der gesprochenen Sprache interessiert. Das hat damit zu tun, dass es damals ein erneutes Interesse an der gesprochenen Sprache gab und sie gegen die Idee reagieren möchte, dass gesprochene Sprache als sekundäre Form der geschriebenen Sprache, als imperfekte Form der geschriebenen Sprache gesehen würde, während Sprache sich an erster Stelle natürlich oral realisiert, während Sprache natürlich an erster Stelle ein orales Produkt ist. Wir können sprechen, bevor wir schreiben können. Es gab orale Kulturen, bevor es schriftliche Kulturen gab. Ihr Interesse
an diese gesprochene Sprache wird sie auch dazu führen, einen Unterschied zu machen zwischen konzeptioneller Mündlichkeit, diamidialer Mündlichkeit, konzeptioneller Schriftlichkeit und diamidialer Schriftlichkeit. Also, wofür diesen Unterschied? Wofür diese Dichotomie zwischen der konzeptionellen und medialen Ebene und warum zwischen zwei Formen von Schriftlichkeit und Mündlichkeit differenzieren? Also, Koch und Österreicher bemerken, dass gesprochene und geschriebene Sprache keine uniformen Kategorien sind. Es gibt zum Beispiel Formen gesprochener Sprache, wie ein Fernsehwetterbericht, einen wissenschaftlichen Vortrag, einen Predigt, die viel mehr zur geschriebenen Sprache neigen, während zum Beispiel ein Chatbericht viel mehr zur gesprochenen Sprache neigt. Also, deshalb machen Sie einen Unterschied zwischen der medialen Ebene, mit welchem Medium die Sprache realisiert wird, und der konzeptionellen Ebene, die Frage, ob die Sprache, ungeachtet des Mediums, mehr zur gesprochenen oder zur geschriebenen Sprache tendiert. So sieht man zum Beispiel, dass ein Fernsehwetterbericht und ein wissenschaftlicher Vortrag medial mündlich realisiert werden. Sie werden gesprochen, aber konzeptionell zur schriftlichen Ebene gehören. Ein Chatbericht dagegen wird medial schriftlich realisiert, aber kann als konzeptionell mündlich gesehen werden, da es mehr zur gesprochenen Sprache neigt. Also das für die erste wichtige Kategorien der beiden Autoren. Außer der Dichotomie Konzeptualität-Medialität machen beide Wissenschaftler einen Unterschied zwischen Sprache der Nähe und Sprache der Distanz. Damit reagieren sie auf die Verwendung von informeller und formeller Sprache in der Sprachwissenschaft, was sie beide keine adäquate Kategorie finden. Zum Beispiel, eine Sprache wird nur als informell gesehen, wenn es eine formellere Sprache gibt. Und zwei Dialektsprecher können zum Beispiel in Dialektsprache ein ziemlich formelles Gespräch haben. Deshalb schlagen sie einfach vor, die Begriffe informelle und formelle Sprache mit Sprache der Nähe und Sprache der Distanz zu ersetzen. Diese beiden Begriffe stimmen mehr oder weniger mit der vorher genannten konzeptionellen Mündlichkeit und konzeptionellen Schriftlichkeit überein. Typische Beispiele von Nähesprache sind das Chatbericht, das wir vorher als konzeptionell mündlich definierten, oder ein Gespräch unter Freunden, Dialektsprache, ebenso wie Kreolsprache und meist auch Pidginsprache. Typische Beispiele von Distanzsprache sind dagegen das Wetterbericht und der wissenschaftliche Vortrag, die wir als konzeptionell schriftlich definierten, ebenso wie wissenschaftliche Monographien, Gesetze, Pressekonferenzen und so weiter. Um das alles, all diese Theorie etwas zu illustrieren, habe ich einige Beispiele mitgebracht, die das Wetterdiskurs der Nähe und das Wetterdiskurs der Distanz illustrieren. Für Sprache der Nähe habe ich einige Sätze aus der Volk-Datenbank zitiert, das Archiv für gesprochenes Deutsch. Die Beispiele stammen aus informellen Konversationen, typische Merkmale, die auch in den Arbeiten von Koch und Österreicher zitiert werden, sind zum Beispiel Expressivitätsmerkmale, tierisch gegossen zum Beispiel, eine Art Wiederholung, fünf hat es dann nochmal einmal und dann war irgendwie dann, Zögerungszeichen zum Beispiel im zweiten Satz, es hat geregnet und deshalb kamen weniger Leute. Von anderen phonetischen Merkmalen der gesprochenen Sprache und so weiter. Für die Distanzsprache habe ich dann eine Wettervorhersage zitiert, wo Sie zum Beispiel wissenschaftliche Kategorien sehen. Es bleibt antizyklonal, das von den anderen Modellen nicht gestützt wird. Diese kommen ja in den nähesprachlichen Beispielen nicht vor.
Es gibt auch einen verständigen Satzbau, keine Zögerungszeichen oder andere phonetische Merkmale der gesprochenen Sprache und so weiter. Wenn Sie wirklich an dieser Theorie interessiert sind, schlage ich Ihnen das vierte Kapitel aus der Monographie von Koch und Österreicher vor, wo gerade diese solche Merkmale der Nähe sprechen, ebenso wie Merkmale der Distanz sprechen, besprochen werden. Dann gehe ich zum zweiten Teil meiner Präsentation, die Rezeption dieser Theorie und die Frage, welche Entwicklungen und Desiderata für diese Diskursschule zu wünschen sind. Ich habe dazu ein Zitat aus der Einführung von Falk und Hennig hinzugefügt, das heißt die Einführung im grünen Sammelband, den Mathieu soeben besprochen hat, die gerade, wie viele andere Aufsätze im Sammelband, diese Rezeption des Modells besprechen. Wenn Sie also in dieser Diskursschule interessiert sind, müssen Sie das ja durchnehmen, denn es ist sehr interessant. Also, Erfolg, Kritik und Desiderata. Erfolg. Das Modell hat sich besonders erfolgreich gezeigt in der Sprachgeschichtsforschung, der Varietätenlinguistik und der historischen Linguistik bzw. der historischen Soziolinguistik. Diese historische Soziolinguistik unterscheidet sich von der normalen historischen Linguistik, da sie versucht, die Prinzipien und Instrumente der Soziolinguistik und Variationslinguistik, also der gegenwärtigen Soziolinguistik und der gegenwärtigen Variationslinguistik, auf vergangene Sprechsituationen anzuwenden. Ein gutes Beispiel davon ist dieses Buch von Stefan Elspas, Sprachgeschichte von unten, Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Diese Monographie gilt als grundlegend für sowohl die historische Soziolinguistik als auch die Sprachgeschichtsforschung. Elspas sagt wörtlich, dass die Sprachgeschichtsforschung vorher vornehmlich an der Distanzsprache interessiert war, das heißt mediale und konzeptionelle Schriftlichkeit. Das hat natürlich pragmatische Gründe. Jeder, der sich mit der deutschen Sprache beschäftigt, hat je Goethe und Schiller lesen müssen. Jeder Italienist hat je Dante, Boccaccio und Petrarca lesen müssen. Und es ist deshalb einfach, über diese Distanzsprache mit anderen Sprachwissenschaftlern auszutauschen. Das hat aber dazu geführt, dass die historische Linguistik lange Zeit keine Idee hatte, wie eine normale Person im Alltag redete. Elspas versucht deswegen, anhand weniger bekannten Texte, dialektale Texte, Ego-Dokumenten und so weiter, eine Sprachgeschichte von unten zu erschaffen, wofür sich das Konzept von Sprache der Nähe besonders gut lehnt. Statt sich mit der Distanzsprache zu beschäftigen, schaut er nähesprachlichen Texten an. Auch heute gibt es noch sehr viele historische Soziolinguisten. Erstmals in Salzburg, Markus Schiech in Erlangen, der sich gerade mit psychologischen oder mit dem Diskurs von psychologischen, psychiatrischen Patienten beschäftigt. Nils Langer in Flensburg, die sich gerade mit dieser Sprache der Nähe in einer historischen Perspektive beschäftigen. Außer das hat es auch viele Anwendungen im Bereich der Medienlinguistik gegeben, wie Mathieu auch schon gesagt hat, und wofür wir auch von Chatberichten gesprochen haben. Und auch im Bereich des Spracherwerbs hat es einige erste Studien gegeben, die eigentlich gesagt haben, dass Kinder oder dass wir am Anfang vor allem mit Nähsprache und gesprochene Sprache in Kontakt kommen und nicht mit Distanzsprache, da wir natürlich nicht schreiben und nicht lesen können. Die Theorie von Koch und Österreicher zeigt außerdem einen interdisziplinären Mehrwert. So gab es zum Beispiel schon Anwendungen in der Literaturwissenschaft, wo Mündlichkeit auch ein wichtiges Element ist, eine wichtige Variante sozusagen, und selbst in der Theorie. In der Theologie, Entschuldigung. Und auch kann man natürlich Medienlinguistik als etwas Interdisziplinäres sehen.
Das alles für die positive Rezeption des Modells. Aber welche Kritik wurde das Modell vorgeworfen? Kritik. Kritik am Modell hat vor allem damit zu tun, dass an erster Stelle, dass das Modell theoretisch zu allgemein und manchmal zu vage bleibt. Deshalb ist es nicht immer adäquat verwendbar oder machen Wissenschaftler eigentlich einfach von der Theorie, was sie selbst wollen oder als opportun sehen. Wobei es oft nicht mehr mit den Studien von Koch und Österreicher übereinstimmt. Was auch die Folge ist. Die Folge ist, dass die vorherigen Begriffe in vielen Studien eine andere Denotation und Konnotation haben. An zweiter Stelle, und das ist eigentlich die meist frequente Kritik, wird das Modell vorgeworfen, dass es keine Methodik oder zumindest methodologische Dimensionen liefert. Das sieht man am besten an Arbeiten im Bereich der historischen Linguistik und der historischen Soziolinguistik, wo einfach irgendwo in der Methodik gesagt wird: Ich beschäftige mich mit diesen Texten, die als Sprache der Nähe, die als Sprache der Distanz gesehen werden können, ohne dass das mit einer methodischen Vorgehensweise kombiniert wird. Es gibt natürlich Ausnahmen, sicherlich, aber oft ist es genauso. Sie schlagen nämlich nie vor, wie man zu nähsprachlichen Elementen in der Distanzsprache suchen muss oder umgekehrt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen religiösen Text lese, wie kann ich in diesem distanzsprachlichen Text nach nähsprachlichen dialektalen Elementen suchen? Ist das möglich? Es gibt dafür bis jetzt keine wirkliche Methodik oder zumindest keine deutliche Methodik. An dritter Stelle, das ist also die dritte vornehmste Kritik, haben sehr viele Sprachwissenschaftler aus der Pragmatik und der interaktionellen Linguistik darauf gedeutet, dass das Modell von Koch und Österreicher zu statisch ist. In beiden Bereichen, also in der Pragmatik und in der interaktionellen Linguistik, steht nämlich die Tatsache im Mittelpunkt, dass die Sprachproduktion auch von situativen und individuellen Faktoren bestimmt wird. Wir haben zum Beispiel von einem wissenschaftlichen Vortrag geredet. Aber es gibt viele Wissenschaftler, die eine wenig sachlichere Präsentationsstil haben, manchmal Witze verwenden oder mit dem Publikum interagieren, was alle nähsprachliche Merkmale sind. Ebenso gibt es Wissenschaftler, die schon mehr Erfahrung haben mit Präsentieren. Gibt es auch verschiedene Formen des Publikums. Zum Beispiel jetzt haben wir mit einem Publikum von Doktorandinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu tun. Das liefert auch sprachliche Unterschiede. Dasselbe gilt für den Chatbericht. Es gibt auch Leute, die sehr formelle, distanzsprachliche Chatberichte schreiben. Das Nähdistanzmodell muss deshalb versuchen, eine Antwort für diese Problematik zu finden, um auf die Dynamik, die Variabilität der Sprache antworten zu können. Will es wissenschaftlich relevant bleiben? Damit kommen wir auch wieder bei der gleichen Frage wie zuvor. Wie können wir Nähsprachlichkeit, Distanzsprachlichkeit empirisch messen? Wie ändern sich diese Merkmale auf einer situativen oder individuellen Ebene? Wie kann man Nähsprachlichkeit in Distanztexten messen? Und so weiter. Und damit kommen wir auch zu den gewünschten Entwicklungen und Desiderata. Wie muss man in dieser Diskurstheorie die Kritik am Modell verarbeiten? Wie könnte das Modell optimal angewendet werden? Ich bin mit der Kritik einverstanden, dass die theoretischen und methodischen Dimensionen des Modells besser ausgedacht werden müssen. Über methodische Dimensionen oder methodische Entwicklungen werde ich jetzt aber nicht so viel sagen, aber Schaffroth schlägt zum Beispiel vor,
einfach die Methodik der Foucault'schen Diskursschulen zu verwenden, was, glaube ich, interessant sein könnte. Was aber die theoretische Ebene betrifft, glaube ich, dass es wichtig sei, neue Anwendungen in den Bereichen der kognitiven und angewandten Sprachwissenschaft zu erschaffen. Mathieu hat schon von der kognitiven Wende in der Diskurslinguistik geredet, die aber in dieser Diskursschule gar nicht stattgefunden hat. Koch und Österreicher reden nie davon, obwohl jeder kognitive Sprachwissenschaftler sagen kann, dass unterschiedliche kognitive Prozesse für Nähsprache und Distanzsprache verantwortlich sind, für eine direktere und eine indirektere medialisierte Sprache. Mathieu hat zum Beispiel auch von Fremd geredet. Könnte es etwas wie Fremd der Nähe oder Fremd der Distanz geben? Oder nähesprachliche Frames und distanzsprachliche Frames? Dabei ist natürlich auch die epistemische Komponente wichtig, die in diesem Modell, wie am Anfang schon gesagt, gar keine Rolle spielt. Wie gibt es epistemische Unterschiede auf die nähesprachliche und distanzsprachliche Ebene oder zumindest in der Ausführung von epistemischen Sachen? Ich referiere auch wieder zur Pragmatik, also zu der Kritik der Pragmatisten und interaktionellen Linguisten. Denn wie gesagt, ist das Modell in vielerlei Hinsichten zu statisch und muss die Frage gestellt werden, inwiefern es dynamischer und interaktioneller gemacht werden kann. Also das war alles von meiner Präsentation. Zum Schluss finden Sie hier das Literaturverzeichnis. Ich hoffe, Sie haben es ein bisschen interessant gefunden und mehr von dieser Diskurstheorie und Diskursschule gelernt, sowohl in Bezug auf die Theorie selbst als die Rezeption dieser Theorie. Ich arbeite selbst sehr intensiv mit dieser Theorie und bin sehr an Ihrem Feedback interessiert. Vielen Dank also für Ihre Aufmerksamkeit.